Hi Leute, heute zwei interessante Themen für euch da draußen am Start. Im ersten etwas kürzeren Thema geht es um die sogenannte Bezahlkarte für Flüchtlinge. Die schien ja eigentlich schon in trockenen Tüchern. Aber hier regt sich Ärger im Paradies, denn eine Partei schießt nun quer. Ratet mal, welche? Im zweiten etwas längeren Thema geht es heute um den obersten Quotenlinken der GZ-Sender, nämlich um Jan Böhmermann. Denn dieser hat jetzt per Satire natürlich zum Töten von Oppositionellen aufgerufen. Und hier muss man sich ganz, ganz deutlich fragen, was darf Satire oder wie weit darf Satire noch in Deutschland gehen? Mehr dazu heute im Video. Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve, an die Finanzinteressierten von euch da draußen. Das Tutorial für finanziellen Erfolg, die Profi-Variante, steht in den Startlöchern. Und ich spoilere hier schon so ein bisschen, das erste Video wird um 100.000 Euro gehen. Wenn ihr hier nichts verpassen wollt, auch in Bezug auf Politik, Wirtschaft und auch meine Lifestyle-Themen, dann lasst an dieser Stelle doch bitte ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr auch in Zukunft auch nichts verpassen werdet. Jetzt zu den heutigen Themen. Kommen wir im ersten Thema zur Bezahlkarte. Und mal ganz ehrlich, was ist denn da schon wieder los? In Deutschlands bester Regierung aller Zeiten, Augenzwinker, mega Zoff in der Ampel, Grüne torpedieren Bezahlkarte für Flüchtlinge. Ja, wer hätte das wohl gedacht? Geh mal kurz eben auf diesen Artikel drauf ein. Die für kommende Woche geplante Verabschiedung im Bundestag droht zu platzen. Und bitte zieht endlich die Reißleine, allen voran die FDP. 2 Jahre lang überlebt Deutschland dieses Fiasko nicht mehr. Doch was haben die Grünen denn schon wieder für ein Problem? Grund dafür, viele Grüne halten die Bezahlkarte für diskriminierend. Sie bestehen darauf, dass alle Flüchtlinge uneingeschränkten Zugang zu Bargeld haben. Ja, natürlich, so kann man es auch machen. Und die Flüchtlinge lachen sich natürlich ins Fäustchen, weil diese können natürlich dieses Bargeld in ihre Ursprungsländer zurückschicken und nach 10, 15 Jahren gehen sie selbst wieder zurück und können da leben wie der Gott in Frankreich. Aber wie gesagt, wie blöd wir Deutschen eigentlich in Wirklichkeit sind, hat ihr Bild sehr, sehr schön zusammengefasst hier bei Leistungen für Migranten anhand 8 europäischer Länder. Haltet euch fest, das ist unglaublich. Und nein, es gibt natürlich keine Pull-Faktoren, wie ja schon einige Experten dargestellt haben. Aber gehen wir näher genau auf die Tabelle drauf ein, aber auch nur auf die abgelehnten Asylbewerber. Alles andere würde heute den Rahmen sprengen. Wenn ihr das Ganze euch mal in Ruhe durchlesen möchtet, Link wie immer hier unten drin. Gehen wir drauf ein auf Frankreich. Auf die abgelehnten Asylbewerber seht ihr hier in der rechten Spalte. Zahlungen werden eingestellt. Das war Frankreich. Gehen wir weiter hier nach Griechenland. Kein Anspruch auf öffentliche Leistung und Unterstützung. Noch eins weiter. Schweden. Anspruch auf Tagegeld, aber natürlich viel, viel geringer als hier in Deutschland. Österreich. Unterbringung in Aufnahmequartieren. Möglichkeit zur privaten Unterbringung. Machen wir weiter. Spanien. 15 Tage Zeit, das Land zu verlassen. Ja, so kann man es machen. Dann Ungarn. Keine finanzielle Unterstützung. Großbritannien, kein Anspruch auf weitere Asylunterstützung. Und dann kommen wir natürlich zu Deutschland, 410 Euro pro Monat. Thumbs up. Aber es gibt keine Pull-Faktoren. Tja, Leute, so ist es und nicht anders. Und wir wundern uns, dass wir von dieser unbegrenzten Massenmigration überrannt werden. Wie gesagt, hinterfragt euch mal und nächstes Mal in der Wahlkabine, macht mal euer Kreuz an der richtigen Stelle. Jetzt aber weiter zum Böhmermännchen. Der oberste Quotenlinke des GZ-Senders ZDF hat mal wieder einen rausgehauen. Und ihr seht mich nicht lachen. Gut, wie gesagt, bei diesem Böhmermännchen konnte ich noch nie lachen. Aber was er hier nun wiederum unter dem Deckmantel der Satire rausgehauen hat, das sucht seinesgleichen. Wollen wir in so einer Gesellschaft wirklich leben? Nazis keulen. Böhmermann ruft zur Tötung von AfD und FPÖ-Politikern auf. Einfach unglaublich und vor allen Dingen unmöglich. Übrigens, weltweit werden Oppositionelle verfolgt und getötet. Wollt ihr das in Zukunft nun auch in Deutschland durchziehen? Ich frage einfach nur mal so für einen Freund. Ich persönlich finde es absolut ekelhaft. Aber wie gesagt, von wem kommt es? Natürlich vom Böhmermännchen. Geh mal näher darauf ein, was denn so genau passiert ist. Am Ende ist dieser lupenreine Mordaufruf wahrscheinlich wieder einfach nur Satire. Natürlich, er ist ja auf der Seite der Guten. Jan Böhmermann hat in seiner Sendung ZF Magazin Royal am Freitagabend zur Tötung von Politikern der Parteien FPÖ aus Österreich und AfD Deutschland aufgerufen.
In dem 34-minütigen Video Titel Die FPÖ und ihr Volkskanzler beschäftigt sich Böhmermann mit dem Umfragehöhenflug der FPÖ in Österreich, wo im Herbst ein neues Parlament gewählt wird. Nach einer Sendung mit mehreren Gleichsetzungen von SDAP, FPÖ und AfD, ganz normal in der heutigen Zeit, verabschiedet sich Böhmermann mit den Worten: Nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen. Tschüss, bis nächste Woche. Das Normalste auf der Welt, oder? Schauen wir aber nun mal genauer, was dieser Begriff denn eigentlich bedeutet. Vielleicht ist er ja dem einen oder anderen nicht so ganz geläufig. Keulen ist ein Verb aus der Tiermedizin und wird vom Duden wie folgt definiert. Nutztiere töten, um Tierseuchen zu verhindern oder einzudämmen. Heißt, Böhmermann vergleicht die Politiker von AfD und FPÖ mit kranken Tieren, die es zu töten gilt, um eine Seuche zu verhindern. Und ich frage euch da draußen jetzt mal ganz ehrlich, schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Was darf Satire? Das hat für mich mit Satire überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur noch ekelhaft. Aber die Böhmermann-Fans aus der Links-Grün-Woken-Bubble haben dafür natürlich auch schon eine Erklärung parat. Hier, bei Twitter. Genau, Böhmermann ruft dazu auf, Nazis einen runter zu ... Darf ich hier natürlich nicht aussprechen. Und man kann ja, Leute, tut mir leid, es tut so weh. Wie gesagt, was stimmt mit euch Links-Grün-Woken da draußen nicht? Weil hier wurde geschrieben, immer schön unterschlagen, dass das Verb keulen auf den Mensch bezogen eine ganz harmlose Bedeutung hat und dann dem Satiriker einfach manipulativ eine bestimmte Verwendung unterstellen. Kann man machen, ist halt unlauter, aber wann hat das die Rechten je gestört? Und ihr seht es hier unten, ich muss hier immer ein bisschen aufpassen, was ich sage, nicht, dass ich einen Strike bekomme, jemand einen keulen, bei jemandem die Masturbation ausführen, ich glaube, das ist gerade noch so erlaubt. Ja, ganz natürlich, als wenn Böhmermann jetzt dem Publikum gesagt hätte, sie sollen auf der nächsten Veranstaltung angeblichen Nazis ein runter ... Wie blöd kann man sein? Genau in diesem Moment hat sich gerade bei mir ein Bild vor Augen aufgetan. Ihr kennt ja alle den AfD-Mann Herrn Beckkamp, der oft, sage ich jetzt mal, im Getümmel ist und ja echt auch nachfragt, interviewen will, besonders bei diesen Veranstaltungen gegen rechts, wo immer geschrieben wird, Nazis raus, Nazis raus. Und jetzt stellt euch mal vor, da geht eine Frau dann zu einem Herrn Beckkamp hin, wollen sie mit mir reden, nein, aber du ziehst jetzt die Hose runter, jetzt besorge ich es dir so richtig. Ja genau, ganz klar, das hat Böhmermann gemeint. Einfach nur zum Kopfschütteln. Weiter im Hauptartikel und es wird noch besser, Leute. Zu Sendungsbeginn hatte der ZDF-Frontmann das Publikum zum politisch neutralen Aschafreitag begrüßt. Wie lustig. Um dann 34 Minuten Parallelen zwischen FPÖ, AfD und der Adolf-Hitler-Partei NSDAP zu ziehen. War was ganz Normales heutzutage. Besonders genau für diesen links-grün-bogen verblendeten ideologischen Haltungsjournalismus. Die FPÖ, das ist die österreichische AfD. Mit Bezug auf CDU-Chef Friedrich Merz spottete er, man darf nicht gleich die Nazi-Keule rausholen, wenn man über Nazis reden will. Um dann im vollen Ernst zu sagen, wenn Nazis an die Macht kommen, werden sie mächtiger. Wer hätte das gedacht? Übrigens, die Österreicher sind uns schon etwas voraus, weil die FPÖ ist in Umfragen derzeit stärkste Partei. Ja gut, eines Tages wachen vielleicht auch noch die Deutschen auf. Übrigens, Herr Böhmermann, in Bezug auf Machtstrukturen, gib dir mal das hier ein. Wir haben die gesamte Führung fast aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht. Ihr wisst sicherlich, welche da reingebracht wurden. Bei der Feuerwehr, der Polizei, der Generalstaatsanwaltschaft, noch beim Verfassungsschutz. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft bemerkbar macht. Benedikt Lux von den Grünen, der innenpolitische Sprecher. Und ja, was sagt man dazu? Wie gesagt, man kommt an die Macht und wird mächtiger. Und die Leute, die nicht richtig spuren, die werden ganz einfach ausgetauscht. Gelle? Was ziehen wir hieraus nun für Schlüsse, Herr Böhmermann? Also die Grünen setzen genau das durch, was sie einer AfD oder auch einer FPÖ vorwerfen. Und genau so wird nämlich ein Schuh draus. So, den Rest des Artikels erspare ich euch, das ist relativ viel Rotz, aber hier noch ein Abschlusssatz, damit auch ihr da draußen genau wisst, wie für was eure GEZ-Zwangsgebühren eigentlich draufgehen. Böhmermanns von den Gebührenzahlern finanziertes ZDF-Honorar liegt laut Welt am Sonntag bei 682.000 Euro im Jahr. Also um Hass und Hetze zu verbreiten, bekommt man so viel Geld innerhalb eines Jahres. Eine Anfrage an ZDF-Chef Norbert Himmler, wie der Intendant den Böhmermann-Auftritt bewertet, blieb bis zur Veröffentlichung dieses Artikels unbeantwortet. Und hier kann man halt immer nur wiederum eins sagen, Schande über euch GEZ-Gender und über eure gesamte Sippschaft.
Tja, Leute, am Ende kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, wenn du zu den sogenannten Guten, also zu den linksgrünen Woken gehörst, dann darfst du hassen, dann darfst du hetzen und mittlerweile auch zur Tötung aufrufen. Möchtet ihr in so einem Land leben, genau in so einer Demokratie leben? Ich persönlich nicht. Leider haben da draußen immer viele noch nicht verstanden, um was es in Wirklichkeit geht, nämlich um unsere Freiheit. Meinungsfreiheit. Lest euch gerne hierzu mal das Demokratiefördergesetz genauer durch. Und was macht das? Genau unsere Freiheit einschränken. So Leute, ihr seid gefragt. Eure Kommentare genau zu diesem Thema gerne hier unten rein. Vergesst mir nicht das Abo, nicht das Like. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.